So, und damit herzlich willkommen bei der nächsten Folge Starbound. Wo hier komische Kreaturen in der Nacht mich angreifen. Da haben wir noch ein bisschen Kohle, die nehme ich gleich wieder mit. Und es wird Tag, wie ich gerade sehe. Ja, läuft's gut. Eine Tomato. Und noch eine Tomato. Komm, wir haben gerade so viel. Extremely well preserved. Potato. Tja, worauf ist das wohl angespielt? Kartoffeln. Du ekelhaftes Mistvieh, spuck hier wen anders an. Alte Sache mal! Hat deine Mutter keine Manieren beigebracht, oder was? Einmal Eisen. Schmidt. Oh, der ist aber lieb. Gleich mal umbringen. Wir schnetzeln uns durch. Schwillereisen, nice. Eisen ist tatsächlich, ich sag jetzt mal, selten, weil du findest das tatsächlich nicht auf so vielen Planeten. Du findest das auf dem Anfangsplaneten und ich sag mal so in der Anfangsregion. Aber dann so auf, ich sag mal, fortgeschrittenen Planeten findest du das gar nicht mehr. Kupfer und so weiter findest du da immer wieder und Silber auch. Solche Sachen halt, aber Eisen komischerweise nicht. Deswegen nehme ich so viel Eisen wie möglich mit. Das Kupfer hier nehmen wir uns mit. Haben wir nochmal Eisen. Müssen wir gerade nicht mal in den Untergrund, da haben wir doch schon ein bisschen was. Können wir uns auf jeden Fall ein paar Barren dann schon herstellen. Bing, 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 bing. Bestes Geräusch, ey. Wenn du einfach noch weißt, du kriegst gleich ein paar Barren. Ja, der Opa ist halt ein bisschen dumm. Der springt halt auch gerne mal Klippen runter. Und weiß gar nicht, wie tief die eigentlich stehen. Oh, Alter, ist da ein Kohleberg. Was ist denn hier los? Nehmen wir uns die Kohle hier gleich mit. Endlich wieder. Das war aber nicht schlimm. Ich werde das noch die nächsten 3-4 Folgen sagen, ey. Nochmal Kohle. Ja, jetzt geht's aber los, ja. Die absolute Kohlegönnung hier. So, jetzt müssen wir doch bald mal dieses Portal finden. Da ist es gerade. Was ist denn das? Wenn du diese Massage aufnimmst, hast du das geheime, antike Portal gefunden. Bitte finde mich. Du kannst das Portal mit Chorfragmenten powern. Ja, ich hab die Core Fragments schon. Aktivieren. Ich teleportiere zu einem unbekannten Ort. Und da wurde ich aufgelöst in meine Einzelteile. Bitte, ich brauche dringend deine Hilfe. Das Universum ist davon abhängig.
Ja, natürlich bin ich wieder der Einzige, der hier alles machen kann. Ich. Niemand anderes. So, erstmal verkaufen. Also, definitiv gleich mal den Speer hier. Den brauchen wir eh nicht. Das hebe ich mal noch auf. Bisschen was von dem Futter hier. So oder so noch schlecht. Dann haben wir nochmal 264 Pixel gemacht. Schön. Hier können wir leider nichts abbauen. Terramart. Hühnchenei. Headhouse. Okay. Aber gehen wir erstmal weiter. Gucken wir uns erstmal um. Das Problem ist jetzt nur dabei, dadurch, dass mein anderer Account hier existiert, ist die Quest hier schon abgeschlossen und ich kann hier schon Sachen kaufen. Normalerweise muss man hier erst eine gewisse Quest machen. Das ist jetzt natürlich schon erledigt. Frick Fürnishing. Da ist auch der Frosch, den ich auch lange als Profilbild hatte. Bei dem kann man so ein bisschen Lego immer kaufen. Furniture. Boah, Frick. Hm? Hm? Pinguine. Davon werde ich definitiv dann auch einen brauchen. Kann man diese komischen Lizenzen normalerweise kaufen? Oh, das geht gerade noch nicht. So, gehen wir erstmal zum Ömischen. Der Kompass zeigt uns ja, wo wir hin müssen. Das Ding kommt eigentlich auch erst ganz zum Schluss. Das ist leider alles schon da. Was ein bisschen schade ist. Ich hoffe nun natürlich, dass das Portal jetzt hier nicht offen ist. Die ganzen Typen sind alle schon da. Das ist doch zum Kotzen. Mann, die sind eigentlich alle noch gar nicht da. Ach Mann, na komm hier, gib den Buff hier. So, jetzt laufen wir ein bisschen schneller. Das Ding hier im Hintergrund ist natürlich auch schon offen. Ach komm, ey. Hallo Liebling, ich hab dich vermisst. Wir haben uns 80 Jahre lang nicht gesehen. Tja, Erde wurde zerstört. Oma ist traurig. Es ist einfach wichtig, dass wir uns genau jetzt treffen, nach 80 Jahren. Ich bin's, Esther Breit. Ich bin so breit, ich bin der Protektor von allem. Ich bin vor ein paar Jahren abgehauen, weil ich keinen Bock mehr auf alle hatte. So ungefähr kann man sich das vorstellen hier. Jetzt erzählt sie ein bisschen über die Geschichte. Und warum dieses Portal da im Hintergrund existiert, was eigentlich zu sein müsste. Aber leider ist das bei mir offen, weil der den anderen Spielstand mit anzeigt. So ein bisschen über den Weltenfresser und das die Gottheit des Planeten dagegen oder die Gottheit des Universums dagegen angekämpft hat und es versiegelt hat sozusagen. Aber seine Power ist jetzt wohl langsam wieder weg und dadurch ist der Weltenfresser wieder gekommen. Und der Beschützer der Welten hat jetzt sozusagen 6 Artefakte jeweils an die Spezies verteilt. Und jetzt brauchen wir also die 6 Artefakte, um dieses Portal da im Hintergrund zu öffnen. Und natürlich, wer muss es wieder machen? Ich muss alle Artefakte suchen. Alle. Alleine. Die sagt mir, was ich machen soll. Ich scanne für die jetzt die ganze Scheiße. Und muss alles machen. Wie in jedem Spiel musst du alles machen. So, Ömchen. Gib
mal die Tröte hierher. Oh, nice. Upgrade-Modul. Okay. Except. So. Jetzt müssen wir zu Pinguin Pete. Der hat immer jeden Tag irgendwie einen Buff. Heute ist es Speed-Buff. Dass wir schneller laufen. Was natürlich schon mal ganz praktisch ist. Schleiche ich hier nicht die ganze Zeit so rum. So, Pinguin Pete. Du bist kein Pinguin. So, und damit haben wir unsere erste Mission bekommen. Repair your ship. So, das heißt, wir beamen... Bald, warte. Ich muss noch die Teleporter hier aktivieren. Damit ich die gleich mal hab. So, das hier ist Outpost Shop. Zack. Dann kann ich den jetzt hier immer anfliegen. Outpost Arc, Outpost Shop. Und das Ding hier müsste man ja theoretisch haben. Das müsste der Outpost Arc sein, ne? Ja. Into Ship. Okay. Da wird mir gerade ein Stück Fleisch gehandelt. Muss ich gerade einfach mal knabbern. Moment. Ich esse das mal fix. Da kann sich der alte Opa mal kurz ausruhen und mal kurz hier hinhocken. Ja, das ist halt nicht einfach jetzt für den. Und dann wird er von der Oma hier, nachdem sie sich nach 80 Jahren mal wieder getroffen haben, erstmal quer durch das ganze Universum geschickt, um irgendwelche Scheißkugeln zu finden. Der Obi tut mir so leid hier. Aber da muss er jetzt durch. So. Und dann können wir jetzt hier unsere Mission machen. Mission Nummer 1. Die Ergios Mining Facility. Wo Ergios-Kristalle abgebaut wurden. Aber überrannt wurde von Aliens. Das geht tatsächlich immer ein bisschen länger, solche Quests. So, erstmal schalten wir einen Alarm hier aus und machen das Licht an. Licht. Licht an hier. Ich will was sehen. Oh, endlich. Erstmal wieder schlafen. Der legt sich überall hin. So, jetzt nochmal ins obere Bett. Damit er wirklich überall mal drin lag. Dann noch hier unten. In das Bett noch hier rein. Dann ist er durchs Bett durchgeraten. Ich werd grad verwöhnt mit Fleisch. Oh, da ist tatsächlich was drin. Das ist unglaublich. Offline. Online. Und das wusste ich natürlich noch, dass hier dieses Vieh da runterkommt. Ja, und jetzt kommen hier unsere ersten, ich sag jetzt mal schon stärkeren Gegner. Die können ordentlich austeilen. Ich glaube, ich bin gerade ganz froh, dass ich das Vieh gemacht habe. Der kommt ja echt praktisch. Erstmal eine schöne Kartoffel. Erstmal eine schöne Tüfte. Hier machen wir das Licht an. Und auf das Brett hier. Da ist nichts drin. Alter, sind das viele. Holy shit. Gut, dass unser Schwert schon ein bisschen mehr Schaden macht. Ah ja, wie man sieht, die hauen gut rein, ey. Aber die bringen wohl Erfahrungspunkte wieso. Dann schon ein paar stärkere Gegner jetzt. Und wieder auf Endurance. Erstmal eine schöne Defensive haben. Nichts drin. Wie gerne würde ich die Kristalle abbauen, aber auf einer Quest
funktioniert das leider nicht. Lass mal sie alle dorthin laufen. So, und jetzt. Bäm. Alle mit einmal weggeschnetzelt. Bisschen Unterstützung haben wir hier noch. Nice. Läuft ganz gut bisher. Ah, spritzt sein komisches Zeug hier rum. Du Ekelhafter. Ich hoffe, ich finde in dieser Hauptkiste, sage ich mal, die man dann hier findet, wenn ich es dann überhaupt schaffe, ey. Ich kriege ja gerade ordentlich aufs Maul, was ist los? Ich benutze meine Salbe, komm. Schön da runtergeschmissen. Jetzt noch gleich wieder was essen. Okay, da haben wir schon mal etwas für die Sammlung gefunden. Das decken wir kurz auf. Machen wir es wieder zu. Und da haben wir etwas Deko gefunden für uns. Ja, ich würde sagen, wir essen wieder was. Verdammt! Bisschen Heilung haben wir noch. Also alles gut. Spritzt eure Scheiße hier woanders rum! Ja, ekelhaften. So, jetzt kommen auch noch mal viele, das weiß ich noch an der Stelle hier. Erstmal schön durchgedreht. Oh, nice. Das war's. Wie Teufel ist der hässlich. Stimmt, ich bin Bud Spencer als Affe. Schau dir aufs Fressbrett. Wir haben wieder ein Level up. Endurance. Bam. Wie viel Schadensreduktion haben wir dann jetzt schon? 6%. 7 Pixel. Boah, ey, die gönnen ja mal richtig hier. Ganze 7 Pixel in der Kiste. Ist weg. Da kommt wieder einer. Aha. Ich werde das eigentlich richtig gut gegen die. So mit dem Angriff. Weil die mich in der Zeit nicht treffen. Da kann ich sogar durch die durch. Das ist ganz nice. Und es ist ziemlich gut als Extrasprung. Oh, eine Spitzhacke. Das ist gut. Die packe ich mir mal gerade hier mit hin. Ja, ich kann das so ein bisschen als Extrasprung gerade nutzen. Oh, den hab ich einfach mal runtergeschmissen. Bam. Nein, lass mich ziemlich in Ruhe. So, für sein Alter ist er aber noch ganz schön fit, ey. Ja, gucken wir an. Wie er mit seinem Schwert rumtanzt. Unglaublich, der Mann. Der Affe. Der geht ab, Obi. Obi hat's noch drauf. Hä? Ich mach Bleeding? Wieso mach ich Bleeding? Ich hab gerade gesehen, ich mach irgendwie eine Art Blutungsschaden. Aber doch was? Boah, Alter, die zerlegen die Viecher aber ganz schön, ey. Krass. Die brauchten gar nicht meine Hilfe. So, hier oben ist noch was versteckt, das weiß ich noch.
So, hier ist nämlich das nächste Teil. Dann haben wir nämlich einen schönen Raumanzug. Dann kann der Obi sich mal schön in einem Raumanzug verstecken. Wenn ich noch das dritte Teil finde, das will ich jetzt gerade gar nicht. Achso, jetzt kommt schon einer von den Stärkeren hier. Nice! Hohoho! Den hat's ordentlich zerlegt jetzt. Schön in der Ecke gehalten. Was? Oh, da ist nichts. Hier können wir nochmal schlafen. So, Obi muss sich ausruhen. Machen wir nochmal schön unsere HP voll. Ich glaube, das erhöhte Movement Speed ist bei dem Boss jetzt auch richtig gut. Ja, hier kommt. Und noch eine Spitzhacke. Schön. Hier kann auf jeden Fall erstmal schneller abbauen als unser Meta-Manipulator. So, jetzt kommt zwei von den Großen hier. Der zweite Große soll mal mit herkommen hier. Genau. Aber! Lass mich in Ruhe, ich bin alt! Haha, verfehlt! Alter, nice! Ja, geil! So, hier haben wir noch eine Kiste. Was haben wir hier? Da haben wir das Teil. Ach, das hat er gleich hinten angepackt, auch wenn es nichts bringt. Verdammt, wo war denn da nochmal der Helm? Ich weiß es gar nicht. Egal, komm, wir machen den Dings. Packen den Anzug wenigstens dran. So, jetzt ist er schön dick. Hallo, ich bin's, der dicke Affen-Opa. Hier kommt man ja nochmal die Kugel rein, stimmt. So, und jetzt geht's langsam hier nach unten. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht zu schnell renne. Und das ist immer das Boss-Tor, sag ich mal. Jetzt schon mal ein kleiner Trick, geht das? Ja, geht. Jetzt kann man die ersten zwei nämlich schon aktivieren, ohne dass der Boss-Fight überhaupt startet. Das muss man nicht aktivieren. Na gut, leg mal los. Aua! Oh ja, das macht Schaden, Alter. Na gut, jetzt müssen wir trotzdem warten. Ich will da gerade nicht durch. Das macht schon Schaden, ey. Opa tot. Nein, ich habe meinen Speedboost nicht mehr. Siehst du? Er hat wirklich zugenommen. Jetzt ist er wirklich langsam. Okay, nochmal. Diesmal aber richtig. Schade, da dachte ich, ich konnte mal mit meinen Skills hier flexen, indem ich gleich die ersten Dinger dort angemacht habe. So, nochmal. Verdammt, jetzt geht das in die andere Richtung. Die Putze. So. Ja, geh mal hier hin. Der Arceus Horror. Dem kann man zwar so auch Schaden machen, aber wie man sieht, es bringt einfach nichts. Da müssen wir dieses Teil hier abfeuern, was man hier mit den Hebeln aktiviert. Zack. Und bam. So, jetzt müssen wir, ich glaube, hier warten erstmal. Nein, hier warten. So, jetzt schnell. Das hier noch.
Und das hier. So. Jetzt warten wir noch kurz. Und mach's gut. Schade, ich hab seine Waffe leider nicht gekriegt. Gibt eine gewisse Chance, dass man seine Waffe kriegt. Jeder, sag mal, legendäre Gegner hat immer eine gewisse Chance, eine einmalige Waffe fallen zu lassen. Aber egal, gucken wir mal, was wir in der großen Kiste haben. Ein Speer. Aber immer 1000 Pixel und wir haben einen Erdius-Kristall. Von denen hier haben wir auch gerettet. Damit kann Ubi die Mine endlich verlassen und sich ausruhen. Ubi ist erschöpft. Ubi muss sich ausruhen. Ich kann dir sagen, so ein Mann, ich habe damals ganz viele Monster bekämpft. Das war schrecklich. Die Pinguine, ey. So, wir haben wieder einen Trödbeutel. Manipulator-Modul, nehme ich immer gerne. Dann gehen wir nochmal zur Esther. Zu unserer Frau, die uns verlassen hat. So, jetzt haben wir unseren Speedboost wieder. Die will ich jetzt gerade mal noch nicht anquatschen. Und wir haben noch eine Tröte. Was? Learn Book of... Learn to Craft Magic Page? Hä? Ach, das ist so ein Zauberbuch. Stimmt, die hatte ich auch drinne. Oder dieser Regen, den ich hier nebenbei machen kann. Ja, gut, das ist jetzt nichts Besonderes, sage ich mal, das Zauberbuch hier. Ah, da gibt's auch richtig coole, also. Da hatte ich schon ein paar Zauber gefunden. Halleluja. Die waren geil. So, jetzt müssen wir ein bisschen den Outpost scannen. Und alle möglichen Objekte hier. Das können wir jetzt mal machen. Ubi ist ja wieder fit, wie man sieht. Der speedet hier durch die Gegend. Das kenne ich ja alles schon. Mal alles scannen hier. Das Ding brauchen wir auf jeden Fall. So, Schmetter, hier. Für 300 können wir uns einen ganzen Schiffscontainer holen. Die sammeln wir ja so oder so automatisch nebenbei. Von daher macht das ja nicht wirklich was aus, wenn wir da 300 Stück, 93 Stück brauchen. Hallo! Sie sind ja genauso alt wie ich. Da winkt er mir sogar zu. Hallo. Wir sind beide free von der Mini-Knock hier. Frozen Boomerang. Da brauchen wir ein Upgrade-Modul zu, den Boomerang und kryonische Extrakte. Und hier die Weinfist, wenn ich mal jemanden fisten will mit Wein. Machen wir gleich. So, und jetzt müssen wir zurück zur Esther. Okay. Da haben wir alles.
Den ganzen Outpost kenne ich ja schon. Vieles davon verwende ich gar nicht, weil ich es einfach nicht brauche. Tut weh. Die will wieder mich in so einen Arena-Kampf schicken, das mache ich jetzt noch nicht. Den überlebe ich glaube ich sowieso nicht. Noch ein Manipulator-Modul. So, und jetzt müssen wir nämlich die Floraner finden. Also dieses Volk hier sozusagen, dieses Pflanzenvolk. Und jetzt will ich mal ganz kurz gucken, was Le Affe hier hat. Nix, was ich haben möchte. Schade. Ich hätte nämlich unbedingt oder sehr, sehr gerne ein Lichtmodul. Womit ich keine Lampen oder so mehr brauche. Damit ich einfach nur, wenn ich in den Untergrund gehe, genug sehe. Okay, gehen wir uns mal wieder hoch. Denn unser Schiff ist ja jetzt repariert, dass wir fliegen können. So. Was haben wir denn hier so für Planeten? Also, hier haben wir ein Wüstenplanet. Da fliegen zwei Planeten drumherum. Und das hier scheint schon so ein Forest zu sein. Wir fliegen mal kurz hin. Forest, da müssen wir ja hin. Wir müssen ja eh Floraner suchen. Was gibt's dort? Silber. Tinwort Zinn, glaube ich, oder? Schlimm. Kupfer, Gold, dunkle Materie, Eisen und Wolfram. Wolfram brauchen wir tatsächlich. Will ich nochmal kurz gucken, da wo wir waren. Ja, da gibt's. Nee, ist schon ganz gut, dass wir auf dem Waldplaneten hier sind. So, gehen wir mal kurz raus. Und jetzt hat man hier schon dieses ganze, ich sag jetzt mal, Sternsystem, wo du hier 50 Milliarden Sonnensysteme einfach nur hast, die du hier überall untersuchen kannst. Gehen wir mal kurz ein bisschen durch, weil wir sind ja jetzt sowieso schon wieder bei 32 Minuten. Warte mal, ich mach nochmal zu und wieder auf, damit man sieht, wo ich jetzt bin. Ich bin jetzt gerade hier in diesem System. Und das sind ja alles Gentle Stars mit normalen Planeten. Hier hat man wieder Wald. Hier hat man auch einen Mond mit Asteroiden. Lasch sind so die ganz normalen, also wie so der Erde so ein bisschen. Und Wüstenplanet. So, und dann gibt es hier aber zum Beispiel auch, was haben wir hier? Ein warmer Stern. Da hier ist zum Beispiel ein Barren-Planet, das ist ein komplett leerer Planet, also wie so ein toter Planet. Und ein Ozeanplanet, also der besteht fast nur aus Wasser. Eine Savanne haben wir hier. Was haben wir hier? Das sind auch alles noch normale. Schneeplanet. Hier haben wir einen vulkanischen und einen Mitternachtsplanet. Ein Ruinenplanet oder irgendwas. Ruinous, da war ich noch nie drauf. Kenne ich zum Beispiel auch nicht. Azurwüste und Azursee. Die sind halt alles neu. Das ist so Mod schon. Dark Abyss ist Mod. Halloween ist Mod. Arktik und Tundra. Was haben wir hier? Nukleares Wasteland und vergessener Planet. Es ist so krank. Windplanet, Arkanplanet, Würdend, Turbulent, Shining Sea, also das ist Desolate, Evoquatic, Zenbon Sakura, da war ich schon mal drauf, die sehen richtig geil aus. Das sind so, so japanisch, sage ich mal, so gemacht. Emin Snow, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob ich da war. Bamboo Forest ist auch geil. Also das ist, die Mods hauen nochmal so viel hier rein an Planeten. Richtig gut. Ja, dann würde ich sagen, spenden wir die Folge und in der nächsten Folge gehen wir hier mal auf den Forest-Planeten und gucken uns da ein bisschen um. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss!